Moin Moin und guten Abend, liebes Exzessivpublikum. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Exzessiv, das Magazin. Wir sind auf der Cannabis-Normalkonferenz vom DAV und haben jetzt Dr. Justus Haukapp zu Gast. Herr Haukapp, Sie sind Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und von 2006 bis 2014 waren Sie Mitglied der Monopolkommission der deutschen Bundesregierung und 4 Jahre davon waren Sie deren Vorsitzender. Sie sind ja hier als einer der Speaker auf der Cannabis-Konferenz. Wie kam es dazu, dass Sie hier vom Deutschen Hanfverband eingeladen wurden, um hier zu sprechen? Viele Ökonomen engagieren sich schon lange für die Liberalisierung und Legalisierung von Cannabis, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Ich habe mich dazu in der Vergangenheit immer wieder geäußert in führenden Medien, in der Zeit, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der Wirtschaftswoche, in der Neuen Züricher Zeitung. Und beschäftige mich eben mit dem Thema Folgen der Prohibition bzw. mögliche Konsequenzen einer Legalisierung. Und deswegen hat der DAV mich eingeladen, auch als Ökonom darüber zu sprechen. Okay. Über mögliche Steuereinnahmen wird ja immer viel gesprochen. Was sind aus Ihrer Sicht denn realistische Zahlen für die Bundesrepublik Deutschland, wenn man sich zum Beispiel die Vergleichszahlen aus Colorado anschaut, die da ja seit einigen Jahren existieren mittlerweile? Man muss da genau hinschauen. Es gibt eine ganze Reihe von Steuereinnahmen. Wenn wir uns jetzt nur die Cannabis-Steuer als solche plus noch die Mehrwertsteuer, die ja oben drauf käme, angucken, dann kann man locker von 1,2, 1,3 Milliarden Euro ausgehen. Aber das wären sicherlich nicht alle Steuereinnahmen, denn wenn das legalisiert wird, kämen ja auch noch die Lohnsteuern derjenigen, die dort beschäftigt sind, die Gewerbesteuern, die die Geschäfte betreiben, auch die Gewinnsteuern der Unternehmen, die in diesen Märkten aktiv sind, hinzu. Gegebenenfalls auch Lizenzgebühren derjenigen, die eine Lizenz zum Betreiben eines Geschäfts oder Anbaus haben. Also diese 1,2 Milliarden sind sicherlich eine absolute Untergrenze. Ich würde davon ausgehen, dass es deutlich mehr ist. 2 bis 3 Milliarden halte ich für absolut realistisch. Wenn man da noch die 1,6 Milliarden draufpackt, die die Strafverfolgung aktuell kostet, ist auf jeden Fall eine große Summe, die an anderen Orten sicherlich besser gebrauchen werden könnte. Auf jeden Fall. Von den Steuergeldern könnte man sinnvolle Dinge tun. Man kann es entweder direkt in die Aufklärung und Prävention oder auch der Behandlung von problematischen Cannabiskonsumenten stecken. Aber man kann natürlich auch andere sinnvolle Dinge davon tun, Kitas bauen, in die Bildung stecken oder sonst irgendwas. Und das, was man in der Strafverfolgung spart, das würde man wahrscheinlich nicht wirklich in dem Sinne sparen, dass der Bundeshaushalt kleiner werde. Aber natürlich könnten die Gerichte, Staatsanwälte, die Polizisten was Sinnvolleres tun als heute. Von daher wäre das auch eine Einsparung, auch wenn sich die nicht direkt sozusagen im Haushalt wiederfinden würde. Na gut, aber bei dem aktuellen Personalmangel der Polizei sollen ja mehr Beamte eingestellt werden, was ja auch wieder zu Mehrkosten führt. Wenn die Beamten nicht gebunden wären, wären sie ja für andere Aufgaben frei, dann bräuchte man ja gegebenenfalls auch keine anderen Beamten einstellen. Völlig richtig, die Gerichte sind auch vielerorten überlastend. Also von daher ist es auf jeden Fall so, dass man sagen kann, das ist ein Fortschritt. Entweder spart man sogar Einstellungen oder wenn nicht, dann wird zumindest was Sinnvolles gemacht. Gut. Nun wird meiner Einschätzung nach die Legalisierung nicht durch die Einsicht der Politik kommen, weil ja immer noch die Union bei uns das Land anführt, dass sie zu der Einsicht kommen, dass das aktuelle Betäubungsmittelgesetz nicht seinen Zweck erfüllt, sondern ich denke, hier werden eher die wirtschaftlichen Faktoren eine große Rolle spielen. Wie realistisch halten Sie es, dass die Unionsfraktion durch die Legalisierung in einigen US-Bundesstaaten, wo ein riesiger Milliarden-Dollar-Markt ja entstanden ist, sich diesem Wirtschaftszweig irgendwann öffnen wird, weil sie einfach die Zahlen sieht und quasi nicht anders kann? Ich kann mir das durchaus vorstellen. Auch in der Union gibt es ja immer mehr auch jüngere Politiker, die anders aufgewachsen sind als die Alten. Tatsächlich, die das nicht mehr als so befremdlich finden, dass Leute Cannabis konsumieren. Hinter den Kulissen ist die Blockadehaltung auch gar nicht so geschlossen, wie das vielleicht nach vorne hin aussieht. Da gibt es schon durchaus Stimmen, die sich auch für eine Legalisierung aussprechen oder sich das vorstellen können. Tatsächlich, und jetzt mit der Jamaika-Koalition, denke ich, ist eine gute Chance. Zwei der
drei oder vier beteiligten Parteien hatten das explizit im Wahlkampfprogramm und die CDU hatte immerhin nichts dazu im Wahlkampfprogramm stehen. Das heißt, da stand auch nicht drin, wir versprechen euch, die Prohibition fortzusetzen. Von daher wäre es noch nicht mal der Bruch eines Wahlkampfversprechens, wenn man die Politik jetzt ändern würde. Wir dürfen gespannt sein. Wir haben ja jetzt Anfang der Woche gehört, dass darüber sondiert wurde in den Gesprächen. Das Ganze wurde eher ein bisschen lustig aufgefasst, aber vielleicht kommen die ja zu einem Ergebnis, was zumindest eine Entkriminalisierung erstmal zur Folge hat. Das wäre ja schon mal ein guter erster Schritt, der da gegangen werden würde. Aber ein Schritt weiter ist das Land Kanada. Die werden ja am 1. Juni 2018 als erster G7-Staat Cannabis komplett legalisieren. Auch dort wird natürlich eine riesige Branche und eine riesige Lobby entstehen. Denken Sie, dass diese Lobby auch aus den USA in den Bundesstaaten demnächst auch einen Angriff auf Deutschland starten wird? Denn schließlich ist Deutschland ja für viele Amerikaner und Kanadier der nächste große Markt in Sachen Cannabis. Oder werden die sich erstmal um ihre eigene Produktion vor Ort kümmern? Ich glaube, das wird drüber schwappen. Zum einen sind es natürlich die Interessen der Branchen, die da eben gerne expandieren wollen. Aber man sieht auch sonst, dass viele der Bewegungen, die wir aus den USA sehen, irgendwann doch nach Deutschland rüber schwappen. Ob es das Rauchverbot in Kneipen ist, was auch erst in den USA etabliert wurde und dann nach Deutschland geschwappt ist, oder Werbeverbote für Alkohol. Man sieht, diese Tendenzen kommen häufig aus den USA und irgendwann kommen sie doch in Deutschland an, wenn auch mit einer zeitlichen Verzögerung. Und ich würde denken, bei Cannabis wird es ganz ähnlich sein. Ich würde mich ganz stark wundern, wenn wir in 10 Jahren noch eine Prohibition hätten, so wie sie heute hier ist. Das sind angenehme Aussichten. Hoffen wir mal, dass es nicht länger, eher kürzer dauert. In Deutschland ist ja seit März 2017 medizinisches Cannabis legal. Ab 2019 soll dann auch hier in der Bundesrepublik angebaut werden. Denken Sie, Deutschland wird in ein paar Jahren auch Cannabis exportieren? Schließlich steigt die Nachfrage für medizinisches Cannabis ja stetig. Deutschland ist Exportweltmeister und Produkte made in Germany sind natürlich weltweit immer noch hoch angesehen. Außerdem sind die medizinischen Standards in Deutschland ja auch vergleichsweise sehr hoch. Ist das eher realistisch oder unwahrscheinlich aus Ihrer Sicht? Ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Exportschlager werden wird. Letztendlich kann man Cannabis an vielen Orten der Welt anbauen. Wir haben hier keine großen natürlichen Standortvorteile. Und von daher, und viele Staaten werden sicherlich auch eine gewisse Kontrolle behalten wollen. Und es gibt auch immer noch internationale Regulierungen, die noch schwieriger abzuschaffen sind gegen Im- und Export von Cannabis, sodass ich jetzt nicht drauf setzen würde, dass es ein großer Exportschlager ist. Landwirtschaftliche Produkte ohnehin sind nicht der große deutsche Exportschlager. Von daher würde ich sagen, Cannabis ist im Grunde genommen ein landwirtschaftliches Produkt. Das wird hier produziert für den Eigengebrauch, aber ich glaube, die Spanier, Portugiesen, Holländer werden das auch bei sich zu Hause produzieren können. Also werden eher die Hersteller, wenn sie groß genug expandiert sind, sich dafür stark machen, ihre Ware auch an den Genusskonsumenten vielleicht abgeben zu können? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch die Landwirte selber, die haben ja in Deutschland immer eine schlagkräftige Lobby. Und traditionell war es immer so, wenn die Landwirte merken, dass man da irgendwo Geld verdienen kann, dann setzen sie sich auch dafür ein, dass das passiert. Okay, da haben Sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Wir haben ja gerade schon über die mögliche Jamaika-Koalition gesprochen. Da ist ja in den Sondierungsgesprächen jetzt auch die sogenannte Schwarze Null sich drauf geeinigt worden, was bedeuten würde, dass viele Projekte wie Sanierung von Schulen und Straßen, die Minimierung der Zahlen von Kindern in Armut, da gab es ja jetzt die Zahl, 21% der Kinder in Deutschland wachsen unter Armut oder armutsähnlichen Zuständen auf. Und viele weitere Projekte können wahrscheinlich also nicht umgesetzt oder angegangen werden. Denken Sie, das Modell aus Colorado, in dem bestimmte Prozentzahlen der Steuereinnahmen für soziale Projekte eingeplant sind, könnte auch ein Modell für Deutschland sein oder sind die Staaten dann zu verschieden? Ich denke, das kann man durchaus machen. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch so gemacht, als wir gesagt haben, als der Soli eingeführt wurde, das soll für die Rente, beziehungsweise erst für den Aufbau und dann für die Rente dienen, oder die Stromsteuer hatten wir teilweise gekoppelt. Also
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Dadurch, wenn man sowas macht, schafft man natürlich eine höhere Akzeptanz, je nachdem, wofür man es ausgibt. Wenn wir sagen, das geht zum Beispiel direkt in die Bildung, kann ich mir vorstellen, dass die Akzeptanz steigt. Wenn wir sagen, von denen geht die Hälfte nach Bayern, dann kann auch die CSU vielleicht zustimmen. Das wäre auf jeden Fall lustig. Letzte Frage. Dieses ist ja die erste Cannabis-Konferenz in Deutschland, die sehr breit aufgestellt ist. Viele Experten aus verschiedenen Bereichen sind hier. Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen und was nehmen Sie persönlich mit und was denken Sie, wie lange sich der Prozess zur Legalisierung noch ziehen wird? Das ist eine super Veranstaltung, kann man dem DHV nur gratulieren, dass er diese super Veranstaltung auf die Beine gestellt hat. Sehr informativ, interdisziplinär aus allen möglichen Bereichen, Medizin, Ökonomie, Rechtswissenschaft, Polizei, wird das Thema beleuchtet. Man kann sehr viel dazulernen aus den Bereichen, die man nicht so gut kennt tatsächlich. Und wenn das diese Bundesregierung nicht schafft, wäre ich doch optimistisch, dass es zumindest die nächste hinbekommt. Hoffen wir auch, denn das wäre natürlich das, was wir uns alle hoffen, wofür wir hier alle zusammensitzen und quasi die Köpfe rauchen lassen, wenn man das mal so übertragen kann. Herr Haukamp, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie sich stark machen für die Legalisierung. Ich hoffe, Sie haben jetzt noch einen schönen Restabend und genießen die Zeit. Ja, vielen Dank, war eine Freude. Dankeschön. Tschüss. Ja, liebes Exzessivpublikum, das war's für heute wieder mit Exzessiv, das Magazin. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da, kommentiert das Video und teilt es natürlich, damit noch mehr Leute das Video sehen können. Ansonsten folgt gleich noch das Gewinnspiel. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund, stay high, euer Daniel. So, liebe Leute, das war's wieder mit exzessiv.tv mit der heutigen Folge. Aber jetzt natürlich noch das exzessive Gewinnspiel. Heute bei uns zu gewinnen diese wunderschöne Box mit Papers der Firma Siggi. Diese Box kann euch gehören, wenn ihr eine E-Mail schreibt an gewinn@exzessiv.tv mit dem eingeblendeten Betreff. Wir wünschen ein schönes Wochenende, viel Spaß und viel Erfolg.